Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Stalker, Call of Pripyat. Wir sind ja immer noch hier oben in diesem Zombie-Gebiet, wo ich gerade nochmal runter wollte. Ich überlege gerade, auf welcher Seite der Eingang war. Und mir da wohl wieder Zombies begegnen. Ich glaube, hier rechts war das. Ja. Das müsste es doch sogar sein, oder? Ja. Da bin ich gerade nochmal hochgekommen. Das heißt, hier wollen wir jetzt wieder runter. Und durch diese Tür. Denn ich erhoffe mir dahinter coolen Loot. Und wahrscheinlich auch noch ein paar ätzende Gegner. Dieser Schreckfaktor, ne? Zum Glück haltet ihr kleinen Drecksviecher alle nicht so viel aus. So. Einfach nur durchs Bewegen sind wir da schon durchgekommen. So muss das. Aber wenn das hier gerade ein bisschen stockelt, ne? Ja, ich bei mich ja schon. Strahlung ist ja gut. Da kommen wir wieder raus, ja. Mal sehen, ob da noch einer von lebt, aber ich glaube eher weniger. Elenden Scheißviecher. Ich habe keine Ahnung, was das kann, aber es sieht ziemlich hässlich aus. Und jetzt kriegt es eine Granate in die Fresse. Als könnte es irgendwie dem Schaden widerstehen, wenn es diesen komischen Move macht. Oh, scheiße, habe ich dabei viel Schaden gefressen. Oh, das hat ganz schön Ausdauer gezogen. Ja, das hat ganz schön Ausdauer gefressen, das Scheißvieh. Aber wir haben es tot. Und es sind noch zwei irgendwas hier. Ich bleibe jetzt aber mal bei der stärkeren Waffe. Oh, mein Licht ist einfach nicht so wirklich weitreichend. Ob das wohl ein Controller darstellen sollte, die sahen früher noch anders aus. Das kann natürlich sein, dass das so einer war. Jetzt gehe ich schon kaputt. Ah, ist schon kaputt, sehr schön. Manu, ist hier über nirgends sowas drin. Ist das irgendwas? Sieht nämlich aus wie immer ein Kasten, aber den kann ich wohl auch nicht mitnehmen. Schade. Hab ich auch die Hoffnung, dass ich hier einfach noch Werkzeug finde oder so. Für die Karte habe ich mir nämlich noch nicht angeguckt, wo es das gibt. Das werde ich irgendwann mal machen. Aber erstmal ein bisschen selber suchen. Und mir scheint, das bringt alles nicht so viel. So, gehen wir mal hier die Treppe hoch. Kann natürlich auch sein, dass die Zahlen schon wieder Zombies sind, die hier irgendwo noch stecken. Ja, wir sind jetzt hier wieder angekommen. Sehr schön. Da oben liegt was drauf. Heilige Scheiße, was schießt da? Da ist einer. Da ist noch einer. Und die haben wir ganz schön zugesetzt. Der hat mich jetzt einfach mal fast so weggeknallt, ne? Ja, aufheben, ne? Geht nicht, oder was? Ja, ich weiß, ich trage jetzt viel zu viel. Ich will erstmal einmal alles einsammeln und gucken, was wir dann so haben. Ja, jetzt trage ich wirklich viel zu viel. Wir haben aber dafür einen Raketenwerfer gefunden. Geil. Die lasse ich mal alle... Wobei, was für einen Zustand hatten die? Ja, die lasse ich alle hier. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Der ist ziemlich nice. Den kann man später unter Garantie noch gebrauchen. Ich habe keine Ahnung, was ihr so könnt als Pistolen. Ihr seid aber in einem guten Zustand, das heißt, das Mitnehmen lohnt sich bei euch noch. Ja, da trage ich schon wieder viel zu viel. Was wiegt hier denn so viel? Wahrscheinlich die ganze Munition. Ich lasse euch mal alle fallen. Haben wir es nämlich schon. Euch lasse ich auch alle fallen. Das ist nämlich schon mal gut, was hier die Standardmunition, was ich...
Ja, kleiner Hund, du kannst mir jetzt erstmal nichts tun, wenn ich irgendwo auf dich schießen kann. Und jetzt kommen noch mehr von euch, dann nehme ich jetzt mal die andere Waffe für. Munition sparen und so. Ups. Ja, das sollte ich hier unten ja wohl sein. Und hier währenddessen überlegen, was ich vielleicht noch da lassen kann. Das nehme ich auf jeden Fall weiterhin mit. Das ist ein Haufen Essen. Das kann ich mal in mich reinstopfen. Was wiegt hier denn so viel? Das kann doch alles gar nicht so schwer sein. So ein Rackwerfer wiegt 6,3 und die Raketen sind, glaube ich, auch nicht ohne, ja. Die Granaten möchte ich gerne behalten, ja, die sind was wert, aber wir können das Essen erstmal aufessen. Das klingt so, als wäre hier einfach noch was. Ein Gegner. Nehmen wir hier in diese Kiste rein, da fühle ich mich am sichersten. Das Licht lassen wir euch erstmal an. Ich muss jetzt ja eh gleich erstmal zu dem Schiff zurück und dann bei Zeiten der Sachen wieder loswerden. Was lasse ich denn noch hier? Wenn ich davon so bauen wir langsam wieder Gewicht ab. Ja, wir zählen aber immer noch gerade eben zu überladen, dann erst wird noch eine Wurst. Dann sind wir es nicht mehr, dann dürfen wir wieder warten, bis die dämliche Mission vorbei ist. Dann kann ich wenigstens so lange einen Schluck trinken. Ein guter Trick gegen Übergewicht ist immer Munition verschießen. Das hilft eigentlich auch meistens. Ja. Mission, komm, beeil dich. Ich will die jetzt aber nicht aussuchen, weil ich befürchte, dass hier unten noch Gegner sind und das werde ich euch dann ja nicht vorenthalten, falls die hier irgendwie mal auftauchen. Es kann auch sein, dass sie einfach über uns sind. Oder dass die hinter uns reingelaufen sind. Das kann natürlich auch passieren. Und dann an diesem komischen Stück, das da vorne war, irgendwo feststehen. Das ist nur aus Neugier. Ja, da ist ein Zombie. Achtung, Achtung! Eine Emission wird jeden Augenblick eintreten. Alle sofort in Sicherheit bringen. Scheiße, da kommt ja noch ein Hund. Sind hier unten zum Glück in Sicherheit, aber dich musste ich halt irgendwie noch erwischen, ne? Du zappelst aber noch ein bisschen, jetzt tust du es nicht mehr. Gut, dass wir geguckt haben, das hätte mich nämlich ziemlich dumm überrascht, wenn der auf einmal hinter mir aufgetaucht wäre. Was ist das denn für eine Waffe? Die nehmen wir mal kurzzeitig mit. Jetzt. Genau deswegen möchte ich nämlich wieder zurück, weil da vorne wahrscheinlich sogar noch mehr kommen werden. Ja, das ist nämlich echt gar nicht so eine schlechte, aber die brauchen wir halt einfach nicht, deswegen lassen wir die mal fallen. In dem Zustand kann ich die nicht verkaufen. So, jetzt wollen wir mal wieder hoch. Irgendwann mal langsam wieder zurückfinden. Es müsste ja tendenziell sogar irgendwann wieder heller werden. Wie sieht's hier aus? Da ist sogar wieder einer. Da hinten wird mir noch einer angezeigt. Oh, hallo Hundi. Sehr schön, noch ein Gegner weniger. Da kommt noch ein Hund. Das heißt, bald ist hier gar keiner mehr. Ja, zwei Stück zu Ende noch angezeigt. Ja, da kommt noch einer. Jetzt schaue ich wieder auf die andere Waffe um. Um nicht die ganze gute Munition zu verballern. Immer noch zwei Gegner. Dann werden Hunde da wohl mittlerweile nicht mehr angezeigt. Aber ich höre jetzt auch keine mehr. Ich hoffe also einfach mal, dass sie weg sind. So, mehr kann ich jetzt einfach nicht mitnehmen.
und muss wieder zu der Station zurück. Das ist da. Und ich würde vorher gerne noch einmal kurz hier vorbei. Wir sehen davon, dass da Checkpoint steht, um da das Geld abzugeben. Um hier durchzukommen, rennen wir jetzt halt einfach mal. Solange hier keine Anomalie ist, ist das ja total uninteressant, noch das Gebiet. Ist da irgendwas drin, was hier schon strahlt? Nö. Aber super. Das sieht interessant aus. Ist das eine Anomalie oder was? Das ist der Parkplatz. Aha. Es wäre natürlich cooler, wenn ich hier unterwegs wäre, wenn es hell ist, damit man einfach mehr davon sieht. Aber ich will erstmal von dem Gebiet weg. Umgucken kann man sich immer noch mal in Ruhe. Und das scheint wirklich der Parkplatz zu sein, wo das... Nein, das ist der Zug da unten, der hier so leuchtet. Das heißt, da will ich mal schauen, ob hier nicht etwas Interessantes zu holen ist. Und ob das nur das Licht ist, das hier durchjagt. Es scheint nur das Licht zu sein, was hier durchjagt, ne? Ja. Wir rennen da mal wieder hoch. Hoffen wir einfach mal, dass uns beim Parkplatz keine Bösewichte auflauern. Da daran vorbeikommen. Oder noch mehr Tiere als irgendwie notwendig. Oh, wir schießen da. Na, super geil. Oh ja, da seid ihr. Das sind wieder so passive Zombies. Da hat mein Medikit eingeworfen. Da sind noch mehr davon. Was aber an einem Zaun scheinbar abprallt, ja. Oder? Ja, es prallt nicht am Zahn, es prallt am Fußboden hinter ihm ab. Aha. Und direkt wieder ein Medikit reinpfeifen. Aber mir scheint, das war alles, was hier war. Direkt mal wieder neue Medikits mitnehmen. Und unseren hübschen Geigerzähler rausholen. Um zu schauen, ob wir hier nicht was finden können davon. Ohne dabei direkt zu verrecken. Ja, wir tragen zu viel. Ich muss etwas hier lassen. Bleibt erstmal eine davon zurück. Findet ihr noch welche? Nein. Das heißt, wir sprinten einfach mal wieder raus. Wir dürfen wieder ein Medikit essen. Aber wir haben eins gefunden. Was für eins? Mondlicht, Psychschutz. Ja, gut, könnte besser sein. Ich gehe nochmal von der anderen Seite dran. Aber ich befürchte, da werden wir nicht nochmal welche finden. Ah, nee, da ist nichts mehr. Erstmal zumindest. Vielleicht können wir später nochmal welche finden. Jetzt selber speichern und ab zum Checkpoint. Da sollen wir was abgeben. Die zählen nicht als feindlich. Wir stellen also unsere Waffe sicherheitshalber ein, bevor es Ärger gibt. Schieß los, Freund. Aha, die mögen uns wohl nicht so, aber sind bereit, mit uns zu reden. Na dann. Gehen wir mal hier hin. Mal sehen, ob ich mit dir reden kann. Und ich nehme mal ein Strahlenschutzmittel. Dann mach. Ja, super. Lässt mich sogar rein. Sicherheitshalber nochmal speichern. Wahrscheinlich müssen wir da drauf zahlen für den armen Jungen. Das ist er. Hast Wenn du etwas brauchst, findest du den Boss da drüben. Sieh an, sieh an! Gleichen. Sieben Riesen. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Probieren wir das mal aus. Wahrscheinlich ist jetzt das ganze Lager gegen uns. Was nicht so unbedingt klug war wegen Loot, aber unsere taktische Position hier ist gut. Da gibt es sogar irgendeine Meldung. Scheiße. Verdammt, ja, dann werden wir das wohl erstmal nicht versuchen. Wobei ich halt gerne die fünf Riesen von dem Typen behalten möchte.
Das heißt, wir müssen das wohl noch mal versuchen, wenn ich das schaffen will. Aber ich glaube, ich bin da bin ich ausprobiert. Und ich mag Banditen, aber sowas von sowieso nicht. Von daher finde ich das nur gut, wenn wir den ein paar Kugeln in den Kopf jagen. Na, hallo. So fresse ich nicht ganz so viel Schaden. Und was auch immer er da hatte, ich möchte es haben. Diesmal stellen wir uns etwas geschickt an, indem wir auf Köpfe zielen. Leider immer noch total überladen, aber ich möchte halt die Waffe auch wohl gerne behalten, die er hatte. Da kommen aber auch noch welche, ja. Das war knapp. Da bewegen sich aber noch welche. Das heißt, mal geduldig sein, ich speichere nochmal zwischen. Da sind es noch 7 Stück. 7 Stück haben wir hier noch vor uns. Und zum Glück kann ich mittlerweile Kopfschüsse verteilen. Da ein bisschen Übung drin. Meine Rüstung hat leider mittlerweile auch Schaden. Und ich muss wieder nachladen. Nein, meine Waffe hat Schaden. Oh ja, die haben wir auch ziemlich viel verwendet. Erwischt. 2 Stück bleiben noch. Ich möchte jetzt erst einmal alle loswerden, bevor ich anfange zu looten. Haben wir zwar sowieso schon nicht so viel Platz, aber irgendwie das soll gehen. Einer weniger. Bleibt mal ein Medikit rein. Jetzt ist er tot, okay. Noch genau einer hier irgendwo, der hat gerade auch geschossen, da vorne irgendwo. Ich sehe ihn nur gerade noch nicht. Ah, da. Na komm schon, dich werde ich auch noch erwischen. Kurz eine Sorge, Kollege. Von dem, wenn du gerade nachladen musst. So, erwischt. Hier ist ein bisschen Strahlung zeitweise. Aha. Was Interessantes dabei. Ein Energy Drink könnten wir hintergebrochen und die Wurst nehme ich auch wieder mit. Zum Glück haben wir gut was an Munition verschossen, was dafür gehört, dass wir wieder mehr Platz haben. Auch wenn ich immer noch als überladen zähle durch das ganze Kram. Was können wir denn hier lassen? Das kann hier bleiben. Das ist eine Eliminator. Eine revolutionäre Sturmschrotflinte mit glattem Lauf. Ein Hauptargument auf extremer Feuerkraft mit der Schneider. Das klingt geil, das Ding würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, wir lassen den ganzen Kram erstmal hier. Das nehmen wir mit, die Granaten kommen mit. Das sind nämlich die guten, die man auch verkaufen kann. Und das kann hier bleiben an Moon. Und haben wir von der Billig-Moon noch was? Nee. Dich möchte ich wohl verkaufen, eigentlich. Also von den kleinen Granaten noch welche da zur Not. Und dann gucken wir mal. Ich rechne eh damit, dass ich mich auf dem Rückweg Herkules schlucken muss. Denn so, auf sowas möchte ich eigentlich auch nicht verzichten. Und dann tragen wir schon wieder zu viel. Jetzt habe ich gerade eine Waffe eingesteckt, die ich gar nicht haben wollte. Vollmantel nehme ich auf jeden Fall mit. Davon auch erstmal welche. Die sind eigentlich ziemlich geil mit so einer Schrotflinte, weil die halt, ja, das sind Vollkerngeschosse. Die tun halt übelst krachen. Dementsprechend will ich die eigentlich gerne alle mitnehmen. Weil ich da gewichtstechnisch gleich schon wieder jenseits von Gut und Böse bin und weitaus überladen. Ja, jetzt bin ich so schwer, dass ich nichts mehr tragen kann. Super. Ich habe aber auch eine Schrotflinte eingesteckt, die ich nicht brauche. Warum auch immer ich die eingesteckt hatte. Noch mehr davon. Ein bisschen Essen noch.
So, hier sind auch noch welche. Das ist die Schrotflinte. Das ist an dieser Stelle auch ziemlich eklig, weil damit kann die halt richtig fett Schaden machen, wenn sie einen nicht im Haus erwischen. Moment, ich habe das Strahlenschutzmittel nicht mitgenommen. Das will ich aber haben. Außerdem haben wir dich, Kollegen. Du hast auch noch welche davon. Ich werde das auf jeden Fall erstmal reparieren müssen, aber ich glaube, die werde ich dann auch wohl mitnehmen. Längere Zeit, weil das ist schon nice, sowas. So. Und jetzt überlege ich mal, wie viel kriegen wir denn durch Herkules dazu? 20 Kilogramm. Das heißt, wir überladen uns hier einfach mal voll. So ziemlich. Und allen möglichen Kram, den wir finden können. Ist jetzt zu schwer zum Laufen und schlucken deswegen den ersten Herkules. Und nehmen das dann nochmal alles Mögliche an Zeug mit, das man verkaufen kann. Vor allem so Granaten sind da ziemlich gut für so Zeugs. Die kann ich mitnehmen. Ich sollte aber nicht über 80 kommen, weil ich möchte noch sprinten. Nein, das wollte ich gar nicht. Du kommst wieder dahin. Du kommst wieder dahin. Und dich wollte ich einfach nur entladen und dann fallen lassen. Und dann essen wir halt noch eine Wurst oder zwei. So, und dann sind wir nämlich wieder sprintfähig und gucken einfach mal, wo ich lang muss. Ich muss hier wahrscheinlich gerade hoch, oder? Ja. Das heißt, Latt Richtung Norden, das ist da lang. Ich hoffe mal, dass das so funktionieren wird mit dem Herkules, dass wir auch nicht zu viele brauchen. Ich hoffe einfach mal, dass ihr mich ignoriert. Energy Drink, da haben wir ihn. Energy Drink hilft dann, glaube ich, auch, dass man mehr Schaden beim Zuschlagen macht, wenn, als Interpretation dieses Kraftsymbols. Was aber prinzipiell nicht schlecht ist. Ist die Frage, ob wir von dem Typen wohl das Geld behalten können, wenn wir ihm da das Problem gelöst haben. Und der Eingang ist ein bisschen weiter hinten. Okay. Aber dann könnte sogar schon ein Herkules reichen, um da heile hinzukommen. Und dann erstmal zum Händler möglichst viel Stuff verkaufen und zur Personal Chest, denn den LRW werde ich auf jeden Fall auch erstmal einlagern. Den lasse ich dann zweifelsfrei auch erstmal hier in der Personal Chest. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Wie läuft die Jagd? So. Den lassen wir erstmal hier. Jetzt kann ich zur Not nämlich auch wieder so laufen, hoffentlich. Welches war jetzt der Händler? Machst du das nicht einfach? Hallo! Handel, so, das geht vorbei. Ja, ich habe ja meine geupgradet, das hilft mir ja nichts. Davon kann auf jeden Fall einer weg, eigentlich sogar beide, weil eine Schrotti kann ich eh nicht silenzen. Er nimmt aber auch nicht alles ab. Ja, das ist ja meine Story, Flint. Das nimmt er zum Glück auch, weil das werde ich aber auch nicht verwenden. Und verkaufen. Puff, und schon sieht es besser aus. Was hat er hier? Wieder den Sunrise-Anzug. Ja, von dem habe ich ja nichts. Davon habe ich noch genug. Ich glaube, die verticke ich mal endgültig alle. Den würdest du mir auch abkaufen für Zeit zu versetzen. Das ist bei weitem nicht genug. Den behalte ich lieber. Das kann ich alles noch verkaufen. Da würde ich ja prinzipiell auch wohl was von verkaufen, aber das geht bei ihm nicht. Das möchte ich einlagern. Brot kann zur Not weg. Vom Wodka kann auch was weg. Verbände und sowas nimmt er leider nicht. Ach verdammt, ich habe mich auf Handeln geklickt, ne? Ja, ich habe mich auf Handeln geklickt. Das Brot, hatte ich gesagt, kann weg. Davon noch ein bisschen was. Die Granaten habe ich, glaube ich, schon rausgehauen gehabt. So. Man sieht sich genau. So. Irgendwo hier war der Typ, der die Hilfe braucht. Ich glaube, du, ne? Das war ein Argument, Thomas Kelly. Ich musste sie erledigen. Wow, du hast es echt drauf. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Behalte das Geld, das für meine Schuld gedacht war. Jetzt bekommt es jemand, der es wirklich verdient hat. Man sieht sich. Sehr cool. Das ist schön. Damit haben wir auf einmal unheimlich viel Geld. Wir können uns also bei Nimble tendenziell was bestellen. Aber ich befürchte erst, ich werde noch beim Reparadings-Guru vorbei müssen, wenn ich den wiederfinde. Das waren alles die Freiheitssachen und so. Warst du nicht irgendwo hier? Hier? Da. Das, hey. Du warst das. Weil ich muss auf jeden Fall das reparieren, was mich ein paar tausend zum Glück noch nicht. Das kostet nämlich viel.
Nee, jetzt ehrlich, die werde ich erstmal verkaufen. Ich habe 2 Silenced-Waffen. Ich werde mir die reparieren. Also ich habe 1 Silenced-Waffe so. Das muss reichen. Das hier kann er noch nicht, weil er Werkzeug dafür braucht. Zuverlässigkeit will ich aber auf jeden Fall haben. Und Rückstoß nehme ich ihm auch mal schon mal da rein. Werde ich einfach nochmal bei dem anderen vorbei müssen, um das weiter zu upgraden. Und die kann ich auch noch reparieren. Immer noch dick was dabei. Und ich hoffe, die kann ich so verkaufen. Ciao. Und ich kann mir auch schon mal so einen wieder reinpfeifen. Die Strahlung weggeht. Na, nimmst du die? Ja, nimmst du sogar. Sehr schön. Nehmen wir die Munition nämlich direkt mit. Dann haben wir die auch raus. Und haben hier eine dicke, nette, dicke Waffe. Da vorne sehe ich, gibt es irgendwo noch einen Heiler. Das Symbol sieht zumindest so aus. Ja. Wieder verletzt. Ich brauche medizinische Hilfe. Handel. Da kann ich nämlich ein bisschen was von dem Zeug wieder verkaufen. Weil so viele, gerade Verbände brauche ich in der Masse nicht, seit die Medikits auch wieder verbindend wirken. Das haben sie mal eine Zeit lang nicht gemacht. Davon verkaufen wir mal welche, weil die brauche ich, glaube ich, eh nicht so viel. Auch wenn es tendenziell gut ist, dass es so Sachen mittlerweile gibt. Aber ich nutze sowas halt viel zu ungerne, weil man könnte es ja nochmal gebrauchen. Leider wird davon nichts verkauft, aber mal halt nochmal 2000 oder was mehr. Haben wir uns heute mal wieder gut was reingepfiffen. Pass auf dich, ja. Ich wollte mal immer noch schauen, ob hier noch jemand ist, der irgendwelche Aufträge hat. Feiert, was genau macht ihr, bla bla bla. Was hältst du von den Wächtern? Finden wir alle total kacke, ja. Habt aber auch keine Aufträge für mich. Kann ich ihm das Gewehr von der Wand... Ich hätte gerne das Scharfschützengewehr. Pass auf dich auf. Na, jetzt ist es mittlerweile auch schon wieder ziemlich hell. Das heißt, eigentlich brauche ich mich nicht mehr hinlegen, aber wir können uns mal eben noch hinlegen. Ich wollte nämlich einmal, wenn es ein bisschen heller ist, noch rausgehen. Den Stuff lassen wir erstmal in der Chest drin. Ich bin sowieso noch ziemlich schwer beladen immer noch. Den lagern wir mal hier, auch wenn ich das einfach mal auf alle einheitlich umlegen muss. Wir machen es mal 9 Uhr. So, es ist wieder hell. Jetzt wollte ich nämlich mal rausgehen wieder. Ja, jetzt können wir nämlich unsere Waffen wieder rausnehmen. Und das Ding hier ist doch ziemlich nice. Ich habe sogar noch Schrotmunition dafür, was natürlich ziemlich lame ist. Und das Nachladen ist bei dem Ding auch ziemlich scheiße, gebe ich zu. Aber die Schrotmunition kann ich einfach mal einsetzen, um zu demonstrieren, was das kann. Schießt ganz schön schnell. Und jetzt packen wir nämlich vernünftige Munition rein. Kapselgeschoss oder Hohlspitz heißt es, glaube ich. Müsste es. Ich kann gleich mal nachgucken, wenn wir nachgeladen haben. Vorher lieber noch nicht. Wie heißt das? Massivgeschoss, okay. Für Kaliber 12 Waffen, das ist auch so eine der Standardgrößen da. Und ja, die wirken halt massiver, haben eine höhere Reichweite und machen mehr Schaden. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich geil. Da macht eine Schrotti durchaus Sinn, weil die Jagdflinte macht mit sowas auch Sinn. Hat man aber immer nur 2 Schuss drin. Aber hiermit kann man das vor allem gut gegen Tiere verwenden. Aber ich würde sagen, damit, dass wir uns jetzt hier so nice wieder ausgerüstet haben, die ersten Quests fertig haben, machen wir für diesen Part hier erstmal Schluss. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.